Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir holen heute was ab. Und zwar habe ich zwei Carports gekauft. Damit haben wir nämlich was Schönes vor. Und das erste, Freunde, das erste wird auch in diesem Video hier schon aufgebaut. Freunde, es ging jetzt alles schneller als gedacht. Das erste ist schon drauf. Das muss ich jetzt nur noch mal festmachen hier. So, Freunde, ich habe jetzt, ich habe jetzt das Carport hinten, also eins hinten drauf, das andere hat Fadi bei sich auf dem Hänger. Jetzt geht es ab nach Hause. Letzte Nacht hat das richtig schön geknallt und ich bin im Garten und wusste nicht, was los ist. Guckt euch das an, Freunde. Naja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht heute um diese Ecke da. So, denn in diesem verwunschenen Etwas will ich noch mehr Feuerholz lagern. Dafür will ich da einen Schuppen bauen. Das machen wir jetzt in diesem Video. Also Freunde, erste Aufgabe, alles frei machen. Diese Dinger wiegen alle eine halbe Tonne. Oh ja, man bleibt hier immer in dem ganzen Grünzeug hängen, ey. Oh Gott. Und die Dinger sind auch so schwer, die kriege ich auch nicht alleine weg. Da muss ich auf morgen warten. Also wir fangen auch morgen erst mit dem ganzen Ding hier an. Wollten wir schon mal alles vorbereiten. Morgen kommen wahrscheinlich noch Janni und Fadi. Oh, das muss jetzt auch noch weg. Das sind so alte Glasscheiben von, ja, weiß ich auch nicht mehr. Das Ding ist, die sind schon so zerbrochen und die kriege ich hier nie im Leben in einem Stück weg, Alter. Das mit dem Glas, das machen wir alles später. Jetzt geht es erstmal an die Bäume. So, Freunde, nächster Tag. Fadi ist schon da. Alter. So, Freunde, wir haben jetzt das ganze Glas hier weg und das liegt jetzt da, bis ich es dann irgendwann mal entsorge. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. Hier aus dem Glas will ich noch was bauen, von daher bleibt das da, wo es ist. Und jetzt setzen wir die Einschlaghülsen und dann geht's hier schon los, Freunde. Also an sich müssen wir jetzt die erste Einschlaghülse setzen und die entscheidet, wie alles andere wird. Also ich würde sagen, wir nehmen den, packen den hier hin. Das sieht doch gut aus. Vor allem ist jetzt endlich mal die Plane fixiert. Jetzt müssen wir... Hast du... Ist das schon 1,80? Ja, ich hab im Auge gesagt. Jetzt kommen wir messen. Wo ist denn mein Messgerät? Geile Teddungs. Danke. Rein damit. Oh nee. Ja, auch noch frei. So, Freunde, die ersten drei haben wir schon mal drin. Das sieht auch relativ in Ordnung schon aus. Danke. Für mich sieht das immer so aus, als hätte ich vorher das Gefälle noch da, aber kann ja eigentlich bestimmt nur Optik. Komm. Ja, da haben die uns ja um Arsch viel Holz beschissen. Ja. Tag 2, Freunde, weiter geht's. So. Oh, ich habe gar keine Stufe mehr. Irgendwie wirken die. Sind ja viel zu breit. Ja. Zieh mal noch 3 cm. Stück zurück wieder. Ja, so. Oh nein. Ich habe schon die zweite Schraube verloren. Ich weiß nicht, wie abgezählt die sind. Nein. Oh, ey. Ich habe jetzt die dritte verloren. Ich halte so lange den Mund. Nicht verkanten. Die hat an Schärfe verloren. Ich habe damit auch schon einen Metallzaun gesägt. Oh, cool. Coole Idee.
Hier, der ist doch auch schon wunderschön. Den kannst du doch schon mal... Ne? Ja, normal. Den kriege ich so nicht im Kamin. Reintreten. Oder ist die Tür einfach offen? Ja, genau. Wir jagen dich! Wir jagen dich! Boah! Dann jetzt diese komischen Querstreben dran, ne? Die das Ganze stabilisieren. Wozu nageln, wenn man auch schrauben kann? Behalte ihn ruhig oben. Mhm. Danke für den Tipp. Ich verstehe nicht, warum man das hätte nageln soll. Was ist da jetzt der Vorteil? Ja. Sehr schön. Dann mal los. Ich räch mir auch hier die noch die Knochen. Ja, und ich sehe gar nichts. Oder wie viel? Zwei. Bitte? Doch. Schau durch, ich bin da. Nö, ich stehe safe, alles gut. Oh, sind da viele Gestache. Ah, ich hab ja keine Schraube, oder? Oh, nee. Kein Bock auf mehr Arbeit. Erstmal schmatzen. So schön. Ich weiß nicht, ob ich das Ding treffe. Ja doch, daneben, aber ist egal. Endlich wieder Kraxel. Na. Das bricht gleich zusammen. Quatsch. Freunde, wir sind fertig. Oh, mir läuft die Suppe die Nase runter. Boah, Junge, ja. Jetzt haben wir hier noch so eine Sichtschutzwand. Die soll noch gleich hier hinkommen, dass man von vorne dann noch einen kleinen Sichtschutz hat und dahinter Kompost und all so einen Scheiß halt haben kann, ne? Also muss erstmal das Holz hier ein bisschen beiseite, sonst passt das hier nicht zwischen. Ja, da muss man. So, Freunde, die Jungs sind jetzt weg. Wir machen noch ein bisschen weiter. Die Idee ist, mit den USB-Platten hier gleich noch die Wand hochzuziehen, damit das Kaminholz, was ja hier rein soll, nicht zur Seite weg kann. Ich weiß noch nicht, eigentlich muss ich das auf der anderen Seite auch noch machen. Aber wir machen erstmal die eine Seite, weil die Platten hatte ich noch auf dem Dachboden liegen. Von daher. So, Freunde, die Wand ist dran. Moin, moin, meine Freunde. Es ist der nächste Tag. Es ist, ja, richtig schön bewölkt. Dafür haben wir trotzdem gefühlt 40 Grad. Ich habe Material gekauft. Warte, wie mache ich das? Da ist das gute Zeug. Ist doch gut. Also, ich bring mal ganz kurz den ganzen Scheiß nach hinten und dann können wir auch direkt weitermachen. So, Freunde, der Staff liegt jetzt da. Hier haben wir auch noch ein paar Kollegen. Die Idee ist jetzt, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gezeigt habe. Also, wir haben jetzt hier die Plane auf jeden Fall ausgelegt, damit nicht ständig Unkraut von unten hochkommen kann. Ist natürlich ein bisschen dumm, die ist wasserdicht, also ein Unkraut fließt, wenn er an sich natürlich besser. Aber da hier ein Dach drüber ist, ist das... Hoffe ich egal. Hier kommen nachher noch überall Platten drauf. Und jetzt ist die Idee, genauso wie da so eine Wand ist, soll jetzt noch hier zwischen eine hin. Dann haben wir erstmal hier ein Abteil, wo holzen kann. Und hier baue ich dann auch noch gleich was. Das seht ihr aber gleich. Ich fange jetzt hier erstmal an. Wichtig jetzt, sie ist natürlich noch hier sehr wackelig. Wenn ich da jetzt richtig viel Holz reinschmeiße, wird das wahrscheinlich, wird das nicht lange standhalten. Deswegen werde ich hier noch in der Mitte Stützen zwischenbauen, die auch mit einer Einschlaghülse unten im Boden verankert sind, sodass wir da einfach
dem Druck gerecht werden. Aber das sollte gar kein Problem werden. Für diese Wand überlege ich mir noch was, weil hier soll auch noch Holz nachher gelagert werden. Deswegen werde ich hier gleich noch so, kann man sich ungefähr vorstellen. Also diesen Bereich will ich auch noch abtrennen, sodass man dahinter noch Schubkarren zu lagern kann und hier halt auch noch Platz hat, irgendwas hinzustellen. Sprich, das ist ein Holzschuppen und hier kommt es gleich nochmal als Hälfte hin. Schauen wir mal, wie wir das da abstützen. Aber erstmal machen wir den ersten da. Und dafür habe ich jetzt hier noch so einen Balken gefunden. Der ist aber 80 mm. Und meine Einschlaghülsen sind 70, die hier. Deswegen müssen wir den Kollegen nochmal ein bisschen anpassen. Aber das kriegen wir schon hin. Ah, Dorn. Ah, ah. So, ich habe das jetzt hier mal eben schnell ohne Kamera gemacht, weil das hier einfach mega nervig drin ist. Also hier ist jetzt der Balken und guck mal, da oben habe ich so einen Querbalken drin gemacht, der sich daran hält. Sprich, wenn jetzt diese Wand hier darüber drückt, hält die sich daran auch noch fest. Außerdem ist hier unten wieder Einschlaghülse drin und jetzt verschraube ich den Balken hier nochmal bis nach oben. Wenn du jetzt mal vergleichen willst hier, ne? Hier bewegt sich halt nichts und hier dagegen kannst du es richtig schön einbiegen. Also haben wir das schon mal perfekt gemacht. Dann kümmern wir uns jetzt um diese Seite hier. Die Wand steht auch, jetzt momentan noch nur da unten gestützt. Hier kommt gleich noch ein Balken hin. Ich habe hier noch zwei wunderschöne alte Balken. Problem ist, die sind halt überhaupt nicht 7x7, also ganz weit weg davon. Wenn man mal so guckt, das wird gar nichts. Ich passe mir die jetzt mal so an, dass die auch hier reinpassen, weil im Endeffekt, sie haben ja kein Gewicht von oben zu tragen. Es geht ja nur darum, dass sie nicht seitlich weg können. Von daher wird das schon funktionieren. Festschrauben und dann haben wir den Kollegen. Manche würden sagen, es ist Pfusch. Ich sag, es ist Geld gespart. So, das wackelt natürlich noch. Jetzt wird aber noch das damit verbunden und hier oben setze ich auch noch wieder eine Verbindung. Mann! Vielleicht sollte ich Holzkünstler werden. Und die kommen jetzt nämlich noch hier zwischen, um das Holz, damit das Holz nicht nach vorne kippen kann. Es ist ja eh so gestapelt, dass es wenn zur Seite will, aber damit es auch nicht nach vorne oder hinten kippen kann, kommen jetzt noch diese Dinger hier dran. Die Seite ist fertig, jetzt nochmal einmal im Nebenabteil. Fertig, Freunde. Also eigentlich müssen wir noch jetzt Platten ein bisschen auf dem Boden. Da muss ich aber noch welche besorgen. Ich habe nicht mehr so viele hier. Dann will ich den ganzen Kram noch einmal anmalen. Und dann kann das ganze Holz hier schon rein. Alter, guck mal. Ich habe hier so ein Gerät. Ne? Das ist so ein Winkelschrauber. Den habe ich damals im Angebot gekauft, weil ich dachte, den brauchst du ständig. Wie oft hast du das, dass du da irgendwo ran musst, wo du mit einem normalen Akkuschrauber nicht rankommst? Ich habe ihn seitdem noch nie gebraucht. Aber jetzt, Freunde, jetzt brauche ich ihn. Jetzt hat er seinen ersten Einsatz. Oh nee, es reicht nicht. Oh. Oh, scheiße, es geht doch nicht. Oh, Mann. Na gut, tatsächlich hätte ich ihn dafür jetzt auch nicht gebraucht, aber ich habe ihn wenigstens mal benutzt. So, meine wundervollen Freunde, wir haben es geschafft. Der ganze Bums ist leer. Heute Morgen um 11 angefangen, jetzt haben wir 16:30 und eine Seite ist komplett voll. Hier sogar nur ein bisschen drin. Also Wahnsinn, wie viel Holz hier reinpasst, muss man sagen. Und wir haben jetzt hier hinter richtig schön viel geil Platz. Hier hängt schon die erste Feuertonne. Hier kann noch was hin. Hier sind zwei Schubkarren. Hier lagere ich jetzt so langes Holz. Hier ist noch so ein Grillkamin-Dingsbums, wo da auch der Rest ist, was wir irgendwann demnächst noch zusammen aufbauen werden. Ja, es ist alles angemalt in Nussbaumbraun. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin aber auch sehr, sehr fertig. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich räume jetzt noch den Rest auf und Freunde, dann sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Haut rein.